Warte, willst du mit mir sprechen? Der hockt da so gemütlich auf dem Stein. Oh, fuck! Mein Herz. Diesmal habe ich den Herzinfarkt bekommen. Na bitte. Der Trick funktioniert doch immer wieder. Und was sagst du jetzt, du mieses Stück Scheiße, hä? Nenn mich nicht so. Ich werde dich dafür zahlen lassen, was du meinen Männern angetan hast. Und zwar... Na, großartig. Der Mistkerl hat seine kleine Schlampe mitgebracht. Legt die Waffe weg. Ich will euch nicht verletzen. Ist das so? Eure Männer sind alle tot. Selbst wenn ihr uns besiegt. Oben warten 3 Dutzend Soldaten auf euch. Also legt die Waffe weg. Sonst werdet ihr es bereuen. Welch eine Entschlossenheit. Na schön, dann. Stirb! Na dann. Geht es dir gut? Oh Gott, habe ich viel Gänsehaut bekommen. Fucking Christ, what the fuck? Was zum Henker war das gerade eben? What? Er hat mir keine Wahl gelassen. Was ist mit dir? Hat er dich verletzt? Du hast meine Frage nicht beantwortet. Was war das eben? Deine Haut, dieser Nebel? Du warst anders. Und wie? Was soll das werden? Ein Verhör? So wie ich das sehe, habe ich dir gerade dein Leben gerettet. Also tu mir einfach den Gefallen und behalt deine verdammten Fragen für dich. Es tut mir leid. Das ist alles etwas viel auf einmal. Reden wir darüber, wenn wir zurück im Tempel sind. Okay. Ich bin Malphas sei Dank in ein Dickicht weiter unten in der Ruine gefallen und habe dort eine Art Maschinenraum gefunden. Von dem aus konnte ich auch den Fallenmechanismus oben außer Kraft setzen. Zumindest hoffe ich, dass es das war. Wir werden sehen. Naja. Siehst du das Lager da unten? Das sollten wir uns mal ansehen. Also, Kalia? Ich werde nie wieder mit dir streiten, Kalia. Also, ich weiß nicht warum, aber irgendwie ist mein Bedürfnis, mit dir zu streiten, ziemlich nach unten gegangen gerade. Ja! Zeichen 13, Baby. Gut. God damn. Solche Momente sind die besten. Ich hätte nicht erwartet, Gänsehaut zu bekommen, aber... Ich habe gerade eine Welle der Gänsehaut nach der nächsten bekommen. Das war ein bisschen eine kranke Erfahrung für mich. Ich weiß nicht mal, warum es mich so irgendwie mitgenommen hat. Wahrscheinlich, weil ich es einfach nicht erwartet habe. Tut mir nichts, ich... Oh, verdammt. In was für einen Mist habe ich mich da bloß reingeritten? Keiner von denen? Wer seid ihr dann? Nicht dein Bandit? Alles... Hallis Sommerstein. Mach's gut, Nico! Ich bin nur ein einfacher Mann meines Pfades Bauer. Hab meinen kleinen Hof, meine Gefährtin und meine 2 Töchter ein paar Meilen von Ark. Vielleicht kennt ihr ja eine meiner Töchter. Eine von ihnen verkauft unser Brot immer auf dem Arker Marktplatz. Brot? Das schlanke Mädchen mit den blonden Haaren? Brot! Ja, dann wisst ihr, dass ich die Wahrheit sage. Das ist meine kleine Surta. Meine kleine Surta. Bevor ich dir glaube, könntest du bitte kurz selber sprechen, wie deine Tochter das Wort Brot ausspricht? Wo habt ihr euch da reingeritten? Würde mich auch interessieren. Ja, natürlich. Ist euch der Großjunker Borek ein Begriff? Borek? Das ist einer der einflussreichsten Landwirte der Bauernküste. Die Stadtgarde und der Orden beziehen ihre Nahrung von seinen Höfen. Was ist mit ihm? Alles. Es ist seine Schuld, der ganze Mist hier. Er ist ein Wegeloser. Nichts weiter als ein verdammter Wegeloser, das schwöre ich euch. Wieso? Weil er ein Verbrecher ist. Glaubt mir, ich weiß, wie das klingt, aber es ist die Wahrheit.
Er verlangt so hohe Abgaben von seinen Pächtern, dass uns kaum noch was zum Leben bleibt. Und jeden, der nicht zahlen kann, schickt er seine Prügelknaben vorbei. Aber das ist nicht alles. Er hat Verbindungen zur Ralata. Diese eine Organisation da. Ciris oder Kiris, danke für den Follow. Bediene dich an der Käseplatte. Die Ralata. Ihr meint diesen Kult aus der Unterstadt. Was denn sonst? Die hohen Tiere der Ralata denken, sie stehen über dem Pfad, über den Lichtgeborenen, einfach über allem. Genau deshalb können wir ja nichts gegen Borek und seine Lakaien unternehmen. Versteht ihr? Nee. Und lasst mich raten. Dieses Gold gehört Borek und ihr hofft, dass seine Machenschaften und seine Grausamkeit den Diebstahl rechtfertigen. Nein. Nein, das ist nicht sein Geld. Ich hatte Schulden. Irgendwann vor 3 Jahren hat das alles angefangen. Wir hatten eine schlechte Ernte und ich konnte die Abgabe nicht mehr zahlen. Und wenn das passiert, dann verlangt Borek Zinsen. Tja, und den Rest könnt ihr euch denken. Die Schulden wurden immer mehr und ihr habt nach einer Möglichkeit gesucht, sie schlagartig zu begleichen. Ja, ich wusste von einem Freund aus der Unterstadt, dass dieser Karek und seine Bande Menschen helfen, wenn sie dadurch an Schätze gelangen. Und anders als die anderen Banden hatten sie angeblich auch eine Art Ehrgefühl, wenn man es so nennen kann. Wenn du jemals Zeluna Keluna ausbrichst, setz es was. Keluna. Also habt ihr mit ihnen einen Handel abgeschlossen? Und wessen Groschen sind das nun? Von einem reisenden Händler. Wir lauerten ihm auf und ihr könnt es euch denken. Doch dem Händler ist nichts passiert, das schwöre ich euch. Aber als wir das Geld dann hatten, ist plötzlich das Sonnenfeuer losgebrochen. Eine ganz in Schwarz gekleidete, verschleierte Frau tauchte einfach auf und hat mit einem Fingerwink 2 von Kareks Männern getötet. Einfach so. Die verschleierte Frau? Wir kämpften, aber es war zwecklos. Dann sind wir geflohen und kamen zu dieser Ruine. Die verschleierte Frau, die wir auch bei uns auf dem Boot gesehen haben. Erzmagier Luk oder Lück. Herzlich willkommen, bediene dich am magischen Käse, aber am magischen. Extra für Erzmagier, ist es wichtig. Herr Erzmagier, ja, bitte. Hallo Light Games. Wild in der Luft um sie schlägt. Sie heißt Zeluna. So, ihr wisst, dass Kareks Männer 3 der Magier oben getötet haben. So viel zum Thema Banditen mit Ehre. Ja. Ich war dabei. Karek war so wütend darüber, wie alles gekommen ist, wisst ihr? Und dann hat er befohlen, die Männer zu töten. Hauptsache irgendwo verschanzen, meinte er. Ich schätze, ich habe mich in ihn getäuscht. Er war am Ende auch nur ein Verbrecher. Eine verschleierte Frau mit einer schwarzen Kutte und einer dunklen Stimme? Sie hat nicht viel gesprochen. Aber ja, sie hatte eine schwarze Kutte. Und sie war anders. Unwirklich. Es war furchtbar. Und jetzt wollt ihr, dass ich euch mit dem Gold laufen lasse, richtig? Ja. Ich weiß, es klingt verrückt, aber es ist das einzig Richtige. Ohne das Geld bin ich verloren. Denn wenn ich zur nächsten Mondwende nichts beisammen habe, wird Borek andere Seiten aufziehen. So hat er es gesagt. Und ihr wisst, was das bedeutet. Was denkst du, Kalia? Oh, ich kann sie fragen. Eure Beweggründe rechtfertigen nicht, was ihr getan habt. Das Gold ist hier, ist nicht eures und ihr werdet euch dafür verantworten. Na gut, dann sollen all die Toten nicht umsonst gewesen sein, wenn das Gold verschwindet. Aber ich will das Gold haben. Aber ich bin eigentlich neugierig zu sehen, was Kalia meint. Was denkst du, Kalia? Ich kann seine Beweggründe verstehen, aber das ändert nichts am Ergebnis. Wenn wir ihn laufen lassen, legitimieren wir damit sein Verbrechen. Ihr solltet euch vor dem Tribunal verantworten. Erklärt ihnen die Umstände und sie werden ein mildes Urteil sprechen, da bin ich mir sicher. Haschte gehört. Mildes Urteil? Das glaubt ihr doch selbst nicht. Wenn die Stahlkra... Der Heilige Orden erfährt, dass ich mich mit Banditen eingelassen habe, dann ist es um uns geschehen. Und selbst wenn es ein mildes Urteil gibt, ändert das nichts daran, dass meine Familie ohne mich und mein Gold verloren ist. Ich weiß. Aber das ändert auch nichts daran, dass ihr Unrecht getan habt und euch den Konsequenzen stellen müsst. Aber ich überlasse dir die Entscheidung. Frag Kalia, sonst bringt sie dich umher. Frag Kalia, Mann.
Kalia, die rastet sonst aus, Mann. Nein, ich will das Gold haben. Das Gold ist nicht eures, ihr werdet euch dafür verantworten. Ich beschlagnahme es. Vielen Dank. Aber verdammt, 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 verdammt. Das war alles ein Fehler. Ein verfluchter Fehler. Ich werde die gleiche Questlösung auch nehmen müssen. Ihr habt sie tatsächlich alle erwischt. Mit meinem anderen Charakter. Ihr hört nicht auf, mich zu überraschen. Weil ich mit dem anderen Charakter in Kalias Höschen möchte. Danke, dass ihr uns geöffnet habt. Deswegen. Wer ist unser gefesselter Freund hier? Gehört er nicht zu den Banditen? Nein, aber er ist genauso schuldig. Könnt ihr ihn nach Ark eskortieren? Nach Ark? Sicher. Yakil, Miorol, übernehmt ihr das? Nun ja, ich würde sagen, wenn diese Maschine irgendwo ist, dann hier. Seht ihr beide euch das mal an. Wir halten euch hier den Rücken frei. Okay. Die Ruinen nach der Maschine. Obwohl ich mir nicht mehr sicher bin. Ich habe das Gefühl, wenn ich in ihr Höschen möchte und ihr zu nahe komme, dann könnte sie sich eventuell in eine rauchende, schwarze Schattengestalt verwandeln und mich eventuell zerfetzen. Und nicht auf die gute Art und Weise zerfetzen. Deswegen... Viel Spaß im Gefängnis. So. Wo wollen wir lang? Da oben. Ach, wir sind immer noch hier unten. Alles klar. Gut. Verdammt, die sieht doch aus wie Megan Fox. Ja, ja, dann wollen wir mal sehen hier. Das ist aber, ne? Wenn ihr Enderal spielt, bitte dann beide Hände auf Tastatur und Maus, ja? Du schaffst das da unten, ja. Ja, das hier. Ich glaube, die Wegen sind deine größten Erzfeinde. Push the button. Ma, ma, ma. The Son of Igneel. Herzlich willkommen, Igneel. Fairy Tail. Guckst du Fairy Tail? Der Anime ist ganz in Ordnung. Herzlich willkommen. Bediene dich an der Geseplatte. Mach es dir gemütlich. Leg die Beine hoch. Also, wir haben gerade keinen Tisch da. Alle Tische sind schon besetzt. Aber kannst du die Beine einfach so hochstrecken? Push der Hebel. Na, 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 na. Werkstatt. Oh, das hört sich nach Kern an. Oh, shit. Gleich mal eine Extra-Speicherung einlegen. Cooler Ausblick. Zieht euch rein. Mit den Wolken. Ich gucke Fairy Tail nicht, ich inhaliere Fairy Tail. Nice. Oh. Ich schätze, wir haben unsere Maschine gefunden. Aber intakt ist sie wohl nicht mehr. Spürst du irgendwas, Saira? Mit deiner Gabe, meine ich. Wie hast du mich genannt? Ich heiße Sana, bitte. Vielleicht heißt das Freundin oder so. Nein, nichts. Sehen wir uns das mal genauer an. In Ordnung. Vielleicht finden wir ja irgendwelche Hinweise oder Kleinteile, die wir gleich mitnehmen können. Den Rest wird der Orden dann wohl mit Lasttieren oder Miraden nach Ark schaffen müssen. Maschinenbauteil. Stargate! Was für ein seltsames Metall. Es ist kein Deut gerostet über all die Jahrtausende. Aber da ist ziemlich viel Moos drauf. Aber zum Glück, wie wir alle wissen, ohne Moos ist nichts los. Deswegen ist das Moos da drauf in Ordnung. Oh, das hier? Kristall. Richtig. Nichts anderes verfügt über so viel unverdünnte Macht. Unverdünnt. Direkt intravenös. Oh, unverdünnt. So viel Bass an diesem Ort. Ich habe leider nicht die richtigen Kopfhörer für den Bass. Aber ich höre es im Hintergrund so. Ich will gar nicht die Fackel so wirklich... Ach, Hängemoos, okay.
Kann ich so wirklich die Fackel rausholen? Oh, guck mal, da ist auch irgendwas Abgestürztes. Boah, ich bin gerade ein bisschen geflasht davon. Ich kann nicht weg von hier. Okay, warte, hier scheint es nicht weiterzugehen. Gucken wir erstmal da weiter unten. Kannst du mal das Schloss Goldfahrt erkunden? Da war ich noch nicht. Ich weiß nicht, oder war ich schon da? Ich hab's noch nicht gesehen. Oh, Ambrosia. Ihr habt euch ja gefragt, wo man Ambrosia finden kann. Gibt's immer mal wieder so sporadisch verteilt. Stahlschwert, Feuerbrunst. Altes Pergament. Es wirkt auf einer Ebene, die wir noch nicht ansatzweise verstanden haben. Wie eine kosmische Gewalt. Wenn irgendwas besonders heißt, sollte ich mich wohl darauf vorbereiten, dass gleich irgendein lauter Knall kommt. Diese Illusionen sind einfach so intensiv. Ich spüre meinen ganzen Körper erbeben. Die haben ja gesagt, die haben selbst noch nicht ganz verstanden, wie das hier funktioniert. Und deswegen ist es denen auch wohl durch die Lappen gegangen, das Starten von dieser Maschinerie. Du hast meine Frage nicht gesehen. Hab eine Frage zum Discord-Gebäude. Ist dieses Gebäude denn ein Gouda-Schloss, eine Emmentaler Villa, ein Käserad, anstatt Käserad, oder einfaches Gebäude aus Käse? Alles gleichzeitig. Ich habe Skyrim nie durchgespielt, wollte aber endlich mal machen. Jetzt, da ich die aktuellen Folge angekommen bin, habe ich auch mal endlich dazu Zeit. Nice. Hast du schon was gefunden? Ja, zum Beispiel diesen Kristall. Sieht nach einer Art Energiespeicher aus. Was meinst du? Lass mich mal sehen. Ja, in der Tat. Scheint ein Energiespeicher zu sein. Aber er ist leer. Diese Vision, die so schön geprickelt hat in meinen Kopf. In meine Bauchnabel. Was? Erbeben. Erbeben. Oh. Die Pergamente zeigen. Das könnten Konstruktionspläne oder so etwas in der Art sein, meinst du nicht? Könnten sie, stimmt. Lass sie uns mitnehmen und den Arkanisten zeigen. Okay, na, ich bin noch nicht fertig. Eine Sache fehlt noch bestimmt. Aller guten Dinge sind drei. Da ist noch eine Treppe. Lass uns mal da hochgehen. Haltet euch bereit für die nächste Vision. Oh. Irgendwie auch ein bisschen lecker. Also vielleicht nicht lecker, aber ich möchte probieren. Vielleicht ist es ja Waldmeistergeschmack. Oh. Dynamo. All die Energie. Sie ist nutzlos ohne den Numinos. Numinos. Okay, wir haben jetzt einen Hinweis. Numinos brauchen wir. Und die haben es wohl ohne Numinos probiert? Hast du schon was gefunden? Dynamo, das sieht nützlich aus, was auch immer das ist. Ja? Du hast recht. Wie ist es möglich, dass sich die Ringe drehen? Lass es uns mitnehmen. Wie ich immer wieder Rykros mit Mubot verwechselt. Ich glaube, den Rest muss der Orden dann selbst bergen, ja. Ja, vermutlich hast du recht. Hoffentlich haben wir nichts übersehen. Also zurück zu Lishari. Geh voran. Ich will aber das hier aktivieren. Und dann nochmal damit untergehen. Das wäre witzig. Okay, aber mega cooler Ort. Mal Numinos googeln. Alles klar, Wigbold. Ohne den Numinos wird das keinen Sinn haben. Hallo? Lishari? Das ging ja schnell. Und? Arantial hatte recht. Da hinten ist tatsächlich eine Art Maschine. Wofür auch immer sie gut sein soll, sie ist allerdings zerfallen. War ja auch zu erwarten. Ich habe einen meiner Männer nach Ark geschickt.
Arantial wird morgen einen Trupp mit einem Dutzend Leon schicken und wir werden alles Brauchbare in den Tempel schaffen. Hoffen wir mal, dass diese Maschine wirklich das ist, was wir uns von ihr versprechen. Klingt gut. So, weitergeleitet von Numinos. Numen, lateinisch Numen, Wink, Geheiß, Wille, göttlicher Wille. Ist ein Fachbegriff der Religionswissenschaft, der als solcher von Rudolf Otto eingeführt wurde. Er bezeichnet die Anwesenheit eines gestaltlos Göttlichen. In der historischen römischen Religion bedeutet Numen primär das Handeln einer Gottheit und sekundär das derart wirkende göttliche Wesen. Ah ja, okay. Etwas gestaltlos Göttliches. Irgendetwas, was die Energie hätte kontrollieren können. Wo ist der Gott in der Maschine? Die Quest heißt ja Deus Ex Machina. I see. Was das angeht, wir haben dort unten auch Pergamente gefunden. Ihr könnt doch Pyräisch lesen, richtig? Natürlich. Kann ich. Zeig mal her. Interessant. Wirklich interessant. Was? Scheint, als sei diese Maschine wohl wirklich nur ein Prototyp gewesen. Oder Deus Ex Machina? Ich dachte, Machina heißt es. Und hier steht auch ein Name. Die Pyräer nannten diese Maschine das Leuchtfeuer. Sehr symbolträchtig. Allerdings. Na dann. Scheint, als hätten ihr und eure Vision mal wieder den Tag gerettet, Prophet. Für mich gibt es jetzt eine Menge zu tun. Wenn ihr alles erledigt habt, schlage ich vor, ihr kehrt nach Ark zurück und erstattet Bericht. Klingt gut. Was meinst du, Saira? Gehen wir oder willst du noch bleiben? Wir sind eigentlich hier fertig. Ich würde sagen, wir können eigentlich gehen, ja. Hallo, Akyrio. Gehen wir zu dritt, ja. Gut. Alles klar. Spricht man Machina aus, okay. Ich habe es immer nur von englischen Leuten ausgesprochen gehört, deswegen war ich mir nicht sicher. Immer noch eine Dreiviertelstunde bis... Der Großmeister hat eine Konferenz im Emporium einberufen, um diese Maschine zu diskutieren, und er wollte uns sehen. Lassen wir ihn nicht länger warten. Alles klar. Tun wir das. Kalia, du bist ein wenig zu nah. Du, whoops. Alles, was ich sage, ist, dass es effektivere Möglichkeiten gibt, dem Ruf. Moment, ich speichere kurz vor dem Dialog. Just in case. Wahnsinn beizukommen. Und heidnische Konstruktionen auf dem Götterauge sind das Letzte, was das Volk in der derzeitigen Situation beruhigen wird. Vielleicht. Aber wenn diese Maschine, dieses Leuchtfeuer, wirklich eine Waffe gegen den Zyklus darstellt, dann will ich sie hier in unserer Nähe haben. Sharim, wie lange braucht ihr für die Rekonstruktion? Das hängt ganz davon ab, wie viele pyräische Forscher ihr griffbereit habt, die uns zur Hand gehen können. Denkt doch mal nach, Arantheal. Wie sollen wir euch eine Einschätzung geben, wenn wir das Ziel nicht kennen? Wir werden uns unverzüglich an die Arbeit machen und euch regelmäßig Bericht erstatten. Aber auf jeden Fall brauchen wir Stahl und pyräischen Kristall. Und zwar viel davon. Dann werden wir ihn liefern lassen. An die Arbeit. Setz dich so... Du machst alle nervös. Das mal nicht unser Wunderkind ist. Ich wollte mich nicht hinsetzen, weil ich hatte Angst, was zu triggern dadurch, so nach dem Motto, oh, er ist ja jetzt da und so, deswegen. Auch wenn euch keine leichte Zeit erwartet. Ihre Augen sind da oben, Stone. Ihr habt ausgezeichnete Arbeit geleistet, Prophet. Hier, das wird euch angemessen für eure Mühen entlohnen. Hier. Oh, was ist das denn? Ein Level-Up. Nun bleibt immer noch der Siegelstein. Seid ihr bereit für diese Mission? Ja. Was hat es mit diesem Stein auf sich und wofür brauchen wir ihn? Das ist schnell erklärt. Euch ist ja schon bekannt, dass die Pyräer auch von dem Zyklus wussten und gegen ihn kämpften. Ja. Der Siegelstein war eine Art Schutzmechanismus, den sie geschaffen haben. Oh. Er bewahrte seine Besitzer vor dem roten Wahnsinn. Weg der Toten, das ist die Quest, wo Nico vorhin gesagt hat, installiere die ESP-Datei. Also, ich streame schon seit über 2 Stunden, das heißt, wir machen noch die Dialoge, wir reden auch mit Kalia, ich habe auch noch eine Quest zu ihr bekommen, aber bevor es weitergeht, können wir die Pause machen, weil ich muss sowieso dann die ESP installieren, den Patch installieren. Den Patch bekommt ihr alle heute Abend noch, aber den muss ich installieren, damit, weil irgendwas da gefixt wurde in der Quest, mal sehen. Wie das? Durch kleine Splitter, die er absondert, wenn man ein bestimmtes Ritual auf ihn wirkt. Tragt ihr einen der Splitter bei euch, ist er wie ein Schild für euren Verstand.
Es werden zwar nicht genug für alle Bewohner Arks sein, aber genug für uns vom Orden und von der Garde. Genau, das ist nicht. Das Problem ist, dass wir das Ritual zur Aktivierung des Steines nicht vollständig kennen und dass die, die es tun, seit Jahrtausenden tot sind. Deshalb brauchen wir die Erinnerung eines Toten. Richtig. Dreh- und Angelpunkt von Funkenschlags Idee ist ein Ausstellungsstück im Chronikum. Die gefrorene Leiche eines pyräischen Priesters, die ein Fischer vor einiger Zeit aus dem Nordwindmeer gezogen hat. Das haben wir sogar gesehen, oder? Die Leiche. Also wir müssen was? In den Verstand dieses Pyräers eindringen. Ja, durch das Eis ist sein Körper unversehrt. Aber kommt einfach ins Chronikum. Erzmagister Merayil wird euch die Einzelheiten besser erklären können. In den Verstand eines Überbleibsels einer längst vergangenen, mächtigen Rasse einzudringen. Das klingt ganz schön awesome. Neben Kalia setzen, dann kannst du ein bisschen füßeln. Hoho, Baby! Okay, warte kurz. Wort der Toten. Das ist auf jeden Fall das, wo ich jetzt das Update machen muss. Aber zuerst machen wir die Quest mit Kalia, ne? Le Kalia. Ist sie schon abgedampft? Tatsächlich, Moment. Kalia, wir können noch mit ihr sprechen gehen, deswegen. Ich spiele Ender, ich spiele mit Ragnar. Ragnar. Du hast Ragnar geschrieben. Wie kannst du Ragnar schreiben? Sanaa, mein anderer Charakter, ist absolut voll und ganz für YouTube da und hier sind wir, ne? Du willst, dass Ragnar unbedingt stirbt, ja? Emarde. Herzlich willkommen, bediene dich an der Käseplatte, ich mag dich jetzt schon. Fast Emmentaler, du bist nah dran, sehr gut. Ach, und Connor Hawk, ich glaube, ich habe dich vorhin nicht gesehen, weil da gerade irgendeine Sequenz war. Danke auch an dich für den Follow, natürlich. Bediene dich an der Käseplatte. Alles klar bei dir, Kalia? Schreite wohl. Kann ich dir helfen? Wenn du dich nicht an deine Eltern erinnerst, woher kommt dein Name? Der war in die Decke gestickt, in der man mich ausgesetzt hatte. Oh. Wer auch immer das getan hat, wollte scheinbar, dass man das für meinen Namen hält. Ich weiß nicht, ob ich dankbar sein oder mich verhöhnt fühlen sollte. Was hat es eigentlich mit dieser Tätowierung auf sich, ja, ne? Tätowierung? Ach, natürlich, du meinst das Mal. Das Mal? Ich habe das schon seit ich denken kann. Und ich habe nicht die leiseste Ahnung, woher oder warum. Oh man, das hat bestimmt irgendwas mit ihrer Verwandlung zu tun. Falls es dich tröstet, es steht dir. Male wie dieses entstehen nicht einfach so. Jemand muss es in die Haut gestochen haben. Könnte es vielleicht magisch sein? Ja, das ist gerade meine Frage. Nein, das ist es nicht. Es ist einfach nur da. Das ist alles. Bist du dir sicher? Ja, irgendjemand muss es ja reingemacht haben, oder? Das hat Tyras auch gesagt, ja. Aber falls es irgendeine Bedeutung hat, dann keine Bekannte. Ich habe nichts herausfinden können. Kann man es nicht entfernen? Nicht ohne eine üble Narbe zu hinterlassen. Zumindest laut den Apothekarii. Und überhaupt, ich weiß nicht, ob ich es entfernen wollen würde, wenn ich könnte. Es erinnert mich an etwas. Mhm. Falls es dich tröstet, es steht dir. Ich kann nichts anderes nehmen. Ja, das höre ich zum ersten Mal. Aber danke. Kein Problem. Oh, ich kann nicht. Muss hier so raus aus dem Dialog. Saira, schön dich zu sehen. Kann ich dir helfen? Was hältst du so von dem, was passiert ist? Wir vertiefen am Schluss natürlich. Erstmal Vertrauen aufbauen und dann so richtig vertiefen. Was hältst du davon? Was wohl? Sie beunruhigen mich. Kürzlich erreichte uns eine Brieftaube vom Bund der Apothekarii. Und sie schließen mittlerweile eindeutig aus, dass es sich beim Roten Wahnsinn um eine gewöhnliche Geisteserkrankung handelt. Na endlich. Das hat meine letzten Zweifel an der Echtheit dieses Zykluses beseitigt. Hoffen wir, dass Großmeister Arantial den Orden richtig zu führen weiß und die nerimesischen Magier den Ordenshütern bis dahin nicht an die Kehle gehen. Oder umgekehrt. Du scheinst sehr viel Zeit allein zu verbringen, war das schon immer so? Naja, wie ich dir schon erzählt habe, ich war nie sonderlich beliebt bei den anderen Novizen. Warum nicht? Die Zeit in der Scuola war sehr fordernd. Nur ab und an gaben uns die Magister einen freien Tag zur Besinnung, wie es immer hieß. Die anderen sind an diesen Tagen meistens in die Tavernen verschwunden und haben gezecht. Ich bin dem meistens ferngeblieben. Das hat sich bis heute nicht geändert. Was ist mit Zweisamkeit?
lebe. Ich habe mir nie viel Gedanken darüber gemacht. Im Tempel lebt man sehr abgeschottet und ich bezweifle, dass es viele Männer oder Frauen gibt, die meine Art zu leben sonderlich ansprechend finden. Aber lassen wir das lieber. Aber brauchst du nicht auch einmal Ruhe? Entspannung? Doch, aber wenn ich sie brauche, dann tue ich das lieber bei einem Spaziergang im Sanktum oder in der Badehalle. Welches Geheimnis auch immer dahinter steckt, laute Badenmusik, Gegröle und Alkohol entspannt zu finden, ich habe es nie für mich entdeckt. Die ist mir schon mal sympathisch, siehst du mal. So, ich wollte nur ein wenig mit dir reden. Das trifft sich gut. Ich denke, ich bin dir ohnehin noch eine Erklärung schuldig. Oh ja. Wegen der letzten Mission nehme ich an, alte Dothulgrad. Ja, aber reden wir woanders. Komm. Woanders? Gerne. Ein bisschen privater vielleicht? Kein Problem. So, entschuldige die Geheimniskrämerei. Ich wollte nicht, dass jemand mithört. Keine Ursache. Worum geht es? Als ich den Anführer der Banditen neutralisiert habe, dir ist sicherlich aufgefallen, dass ich nicht ganz ich selbst war. Neutralisiert? Du hast ihn geschlachtet. Was genau meinst du? Also komm, die Frage müssen wir nicht stellen. Das war eine befremdliche Vorstellung, ja. Du wirktest aufgebracht, das wird der Dieb eher sagen. Aufgebracht? Du wählst deine Worte sehr bedacht, Zaira. Lass es uns einfach kurz machen. Es gibt etwas über mich, von dem du nichts weißt. Von dem niemand etwas weiß, um genau zu sein. Erinnerst du dich noch an das, was ich dir im Kurarium erzählt habe? Über das zerstörte Dorf? Ich war nicht ganz ehrlich zu dir. Dieser Lyric-Loot-Smiley. Oh! Rede im Zimmer weiter. Inwiefern, weißt du, was tatsächlich in diesem Dorf passiert ist? Nein, weder das noch wer ich wirklich bin. Das war keine Lüge. Aber ich erinnere mich an etwas, bevor ich dort aufgewacht bin. Eine Art Erinnerungsfetzen. Ein Gefühl, gekoppelt mit einem Bild. Ein Gefühl? Was genau soll ich mir darunter vorstellen? Das ist schwer zu beschreiben, weil es nur ein Augenblick war, aber ich habe mich gesehen, wie ich in dem Dorf war, aber ich flog wie ein Vogel, ich weiß nicht. Unter mir sah ich das ganze Chaos, die Toten, das Feuer, die zerstörten Häuser und mir war irgendwie heiß, aber von innen, als würde mein Blut kochen. Ach, das klingt verrückt, oder? Eigentlich. Und das war was? Eine Erinnerung? Ich verstehe nicht ganz. Es war eine Erinnerung, ja. Aber sie war so verschwommen und unklar. Wie ein Traum, aber ein sehr lebhafter. Hast du mal Fairy Tail geschaut? Ja, ich habe ein bisschen geschaut, ja. Wer ist dein Favorit-Charakter? Ich glaube, ich fand Erza ganz nett. Weißt du Bescheid. Und es ist schon ziemlich lange her für mich mit Fairy Tail. Ich habe damals den Manga gelesen, noch bevor die Serie angefangen hat. Und ich hab nicht so weit gelesen. Ich fand es interessant, immer so ein bisschen von der Backstory zu Erza zu erfahren. Also ja, Erza war ganz cool. Was ist dann passiert? Nichts. Ich bin aufgewacht und dann ging es so weiter, wie ich es dir schon erzählt habe. Aber das ist es gar nicht, worauf ich hinaus will. In dieser Erinnerung habe ich Genugtuung empfunden. Lust. Ich habe genossen, was ich gesehen habe. Die zerfetzten Körper, die Zerstörung, das ganze Blut. Es war der erhebendste Anblick der Welt. Ich bin etwas verwirrt. Worauf willst du hinaus? Und was hat das alles mit Alt-Dothulgrad zu tun? Tja, das wusste ich selbst lange Zeit nicht. Aber mit der Zeit habe ich begonnen, es zu verstehen. Es gibt da etwas in mir, Zaira. Eine Art zweite Seele. Für gewöhnlich schläft sie, aber es gibt Situationen, die sie wecken. Und das sind meistens irgendwelche grausamen Anblicke. Wunden, Tod, so etwas wie in dem Dorf. Und wenn das passiert, dann versucht es irgendwie von, wie soll ich sagen, von mir Besitz zu ergreifen. Ganz ist ihm das noch nie gelungen. Zumindest nicht, dass ich mich bewusst erinnern kann. Aber das in Alt-Dothulgrad, das ist, was passiert, wenn ich zu schwach bin. Ich werde zu diesem Etwas, wenn man das so nennen kann. Oh, ich habe so einen guten Witz auf der Zunge, aber die Musik ist gerade so traurig. Ich muss es mir verkneifen. In anderen Worten, du hast eine Art Dämon in dir. Wenn dir der Name passend erscheint, dann nenn es so.
Aber wir wissen beide, dass Dämonen, wie sie in den Sagen existieren, und irgendwelche Verlorenen, die den Verstand von Lebenden übernehmen, nur Unsinn ist, um das Bauernvolk ängstlich zu halten. Wenn es dir hilft zu verstehen, dann stell es dir vor wie eine Art Versuchung. Eine, die nur darauf wartet, dass ich für einen einzigen Augenblick zu wenig Willenskraft aufbringe, um es in Schach zu halten. Versuchung, so, so. Und diese Magie, diese Kraft, die du plötzlich hattest, ich schätze, die ist auch Teil dieses Wesens? Ja, das ist sie. Diese Kraft ist immens, Saira. Das spüre ich jedes Mal, wenn es auch nur versucht, mich zu übernehmen. Ich will mir gar nicht ausmalen, was passieren würde, wenn ich mich ihm voll und ganz hingebe. Das ist viel auf einmal. Ich weiß. Hör zu, das in Alto Tulgrad hätte nicht passieren dürfen. Aber dieser eine kleine Moment, in dem er auf mich zugestürmt ist, dieser lauernde, blutrünstige Blick, das war einfach zu viel. Ich habe mich fallen lassen und Saira für diese wenigen Sekunden habe ich... Nein, hat es sich so vollkommen angefühlt. Ich war naiv zu glauben, so weit würde es nie wieder kommen. Naiv und arrogant. All die Meditationen, all die Selbstbeherrschung, ich dachte einfach, ich wäre sicher. Das ist auch der Grund, dass ich so hart trainiere, verstehst du? Dieses Etwas, es liegt ständig auf der Lauer, wenn ich spreche, wenn ich esse, wenn ich schlafe. Und nur wenn ich vollkommene Kontrolle über meinen Geist und meinen Körper erlange, kann ich erreichen, dass ich es beherrsche. Könntest du also wirklich für das Massaker in diesem Dorf verantwortlich sein? Stimmt, das war ja die Geschichte mit dem Massaker. Jetzt klingt es auf einmal wieder total plausibel. Das kann ich nicht sagen. Glaub mir, diese Frage habe ich mir oft gestellt, Saira. Sehr oft. Und vielleicht haben Dunwar und die anderen Novizen recht gehabt. Vielleicht bin ich tatsächlich eine Mörderin. Irgendeine magische Perversion. Ich werde es nie erfahren. Meister Orden davon? Nur Meister Tyras. Er brachte mir bei, durch Meditation, Körperbeherrschung und Gebete Kontrolle über meine Gedanken zu erlangen. Und er riet mir auch, niemanden jemals etwas davon zu erzählen, was ich auch nicht getan habe. Bis heute. Warum hast du es mir dann erzählt? Ich weiß es nicht. Vermutlich, weil ich Angst hatte, dass du sonst dem Großmeister oder einem anderen Hüter von meinem Ausbruch erzählst. Feige, ich weiß. Aber eine bessere Lösung ist mir auf die Schnelle nicht eingefallen. Es tut mir leid. Gibt es denn nichts, das du tun kannst, um dieses Etwas loszuwerden? Wenn sie das wüsste, hätte sie es wohl schon getan. Nichts, von dem ich wüsste. Wen sollte ich denn auch fragen? Die Apothekarii? Entweder sie würden mich verspotten oder sie würden es ernst nehmen und dem Orden melden. Beide Eventualitäten helfen mir nicht weiter. Okay. Was passiert, wenn dich dieses Wesen vollständig übernimmt? So weit ist es noch nie gekommen. Oder vielleicht doch, ich weiß es nicht. Wie schon gesagt, irgendetwas sagt mir, dass dieser Anblick in dem Dorf ein Ergebnis genau dessen war. Warum sagt sie Saira zu mir? Ich glaube, weil sie ist ja Kyranerin von ihrer Herkunft. Ich vermute einfach mal, Saira heißt sowas wie Freund oder Freundin oder irgendwie sowas. Aber wenn Gewalt dieses Wesen hervorruft, wieso bist du beim Orden, beim militärischen Flügel? Was wäre die Alternative? Mich hinter Folianten zu verstecken oder Badewasser für die Oberstädter Edelfrauen aufzugießen? Okay. Saira, es besteht eine Wahrscheinlichkeit, dass dieses Wesen in mir wirklich für das Massaker in dem Dorf verantwortlich ist. Und wenn, dann trage ich damit eine Teilschuld, für die ich Abbitte leisten muss, ob ich es nun will oder nicht. Und selbst wenn nicht... Ich will etwas ändern, die Welt zumindest ein kleines Stück besser machen. Und ja, natürlich ist mir klar, dass das besonders für mich Entbehrungen und hartes Training bedeutet. Aber das bin ich gerne bereit in Kauf zu nehmen. Und weißt du auch warum? Weil es genau das ist, was der Welt fehlt. Menschen, die bereit sind, für ihre Ideale wirklich etwas zu opfern. So viele Leute reden und tun nichts, weil das ja dann bedeuten würde, tatsächlich auch mal Leid in Kauf nehmen zu müssen. Interessant, dass sie hier eine exakte Gegenüberstellung von Jesper zu Kalia machen. Jesper, der sagt, Ideale sind nichts wert, die Leute geben sofort wieder auf, wenn irgendetwas nicht klappt, du kannst Ideale vergessen. Wenn alle an sich selbst denken, wäre für alle gesorgt,
Diese Einstellung hat Jesper. Und sie hier im Prinzip genau mit dem gespiegelten Satz auf der anderen Seite so, es ist es wert, ich muss was tun, für die Ideale Zeug reinstecken. So richtig, je nachdem, was für eine Art von Typ du selbst bist, kannst du dir halt einen von beiden aussuchen. Bei ihrer Ansicht, was Ideale angeht. Solwing, wenn ihr Bugs findet, ihr könnt im Enderal-Forum, es gibt einen Bug-Tracker, dort könnt ihr alle Bugs eintragen lassen. Es gibt auch einen, seit letzter Nacht, glaube ich, einen Eintrag im Forum, der zeigt, wie man einen Bug-Tracker benutzt. So. Ich würde gerne mit ihr flirten, aber sie ist eigentlich für meinen anderen Charakter. Das ist hier die Jesper-Antwort. Für mich klingt das etwas fanatisch und Fanatismus gehört selten zu etwas Gutem. Das ist die Jesper-Antwort. Ich sag mal, das mehr oder weniger neutrale, bewundernswerte Einstellung. Eine, die eigentlich keine ungewöhnliche sein sollte. Naja, alles, worum ich dich bitte, ist, dass du Stillschweigen bewahrst. Weiter als diesen Ausbruch werde ich es nicht kommen lassen. Darauf hast du mein Wort. Ich hätte jetzt gerne ein bisschen Zeit für mich. Danke, dass du mir zugehört hast und danke für dein Verständnis. Jetzt habe ich zufällig doch die beste Lösung gewählt, oder was? Da stand auch, sie fand es sympathisch. Oder es gibt mehrere Antworten, die sie sympathisch finden kann. Was denn hier passiert? Ist das ja eigentlich dein Zimmer? Hier ist ja auch überall Blut zerplatzt. What the fuck? Okay, meine Freunde. Das Wort der Toten. Diese Quest, die ich jetzt hier habe, für die gibt es einen Patch. Wie ich vorhin erwähnt habe. Und ich würde sagen, wir machen jetzt unser kurzes Päuschen. Ich gehe den Patch installieren. Und ich gehe mich auch entleeren in Zwischenzeit, so lange. Und dann könnt ihr euch auch neue Snacks holen gehen und so weiter. Und dann machen wir gleich weiter mit der Hauptquest, sobald ich den entsprechenden Patch dafür installiert habe. Und ja, mir tut es eigentlich schon fast ein bisschen weh, bei Kalia nicht die gute Route einzuschlagen, wobei das jetzt, wie es aussieht, die gute Antwort war. Ich hätte eigentlich die schlechteste Antwort für sie, die unterste nehmen müssen, mit dem Dieb, weil ich habe jetzt schon bei Jesper ja gesagt, ja stimmt, du hast recht mit dem Idealismus, das hat nicht viel Sinn, das macht keinen Sinn, man sollte aufhören damit. Da habe ich ja hier... Hatte ich ihm ja zugestimmt eigentlich, das heißt, theoretisch hätte ich es hier verteidigen sollen, wenn ich so das Gesamtbild mal betrachte, ne? Okay. So, lass mich kurz hier speichern. Boah, guckt euch das an. Screenshot. Desktop-Hintergrund. Es ist so schön symmetrisch. Ah! Craigasm. Ich mag Symmetrie. Okay. So. Speichern. Ich bin paranoid, deswegen speichere ich immer mit verschiedenen Ausblicken, weil ich aus Oblivion, aus der alten Engine, es gewohnt war, dass wenn zu viele Charaktere im Bild sind, dass es dann abstürzt. Bei meinem Krieger noch damals. Ja, ich bin geprägt seit 10 Jahren. Okay. So. Hast du Skyrim Let's Played auf YouTube? Noch nicht, aber wenn Skyrim Remastered rauskommt, die neue Skyrim-Version, werde ich Skyrim spielen, höchstwahrscheinlich. So. Okay, meine Freunde. Ich mache eine kurze Pause. 5 Minuten. Ich muss mich auch entleeren gehen. Und dann mache ich den Patch drauf und wir sind gleich wieder da. Dann geht es weiter mit der Story zu Enderal. Also, bleibt dran. Gleich geht's weiter.
So. Es ist zwar noch nicht alles vorbereitet, aber ich wollte mich schon mal zurückmelden, ne? Ich bin wieder hier. Poste bitte das Bild auf Twitter. Ich hab den Screenshot gerade eben noch nicht gemacht. Ich kann ihn gleich machen, wenn du magst. Welche Rasse? Ich spiele Halb-Eterna. Also, wenn du mich meinst. Wie kann man rausfinden, was das Spendenziel ist? Ausrufezeichen Spendenziel. Im Chat, da steht immer. Also, momentan habe ich keins. Also, ich könnte eine PS4 oder so reinmachen, mit der ich dann auch streamen würde und sowas. Aber momentan habe ich kein festes Spendenziel. Das ist einfach nur generell, wenn ihr mich unterstützen wollt. Und ja. Oh, echt bei Jerus? Schon ein paar Crashes auf den Desktop. Wie lange machen wir denn Pause? Ja, meistens so 5 Minuten. Meistens bin ich nach 5 Minuten wieder da. Okay, pass auf. Dann, ich kümmere mich jetzt mal kurz um die Sache von Jo. So. Ich weiß nur leider nicht mehr. Ich glaube, Jo hat mir nicht in Whisper geschrieben, deswegen, ob er mir vielleicht irgendeine besondere Anleitung oder so gegeben hat, wie genau ich das zu machen habe. Ob ich das einfach nur irgendwo reinziehen kann. Hat er mir in Whisper geschickt? Nee, ne? Okay. Gut, dann, ich muss mal gucken, weil ich dachte, das wäre jetzt eine ESP-Datei. Aber es ist eine PEX-Datei, deswegen, da müssen wir kurz mal gucken. Moment. Bin mir nicht ganz sicher, ob ich mir die in irgendeinen Ordner reinziehen muss. Vielleicht weiß noch irgendjemand von euch, was er im Chat geschrieben hat. Wo genau man sich das hinziehen sollte. So, Moment. Kann ich vielleicht dem Enderer Launcher sagen? Vielleicht, wenn ich diesen Fix... Moment. Ich öffne mir mal kurz den Enderal-Ordner. So. Skyrim. Vielleicht muss ich das genau so wie die anderen BSA-Dateien und so weiter in den gleichen... Und wo die ESP-Dateien normalerweise hinkommen, da auch reinziehen. Eine PEX-Datei. Oder ist es zum Entpacken? Nein. Keine Ahnung, Stone. Okay. Ist ein bisschen doof. Weil... Scheiß auf Symmetrie. Death the Killed fällt tot um. Soul Eater fand ich war damals auch ein cooler Anime. Zumindest die erste Staffel, was da draußen war. So, Moment. Vielleicht muss ich die PEX-Datei auch... in den normalen Ordner ziehen und dann Launcher schließen, Launcher neu öffnen. Also unter Spieldateien erscheint das nicht. Einstellungen. Oh, ich dachte, er hätte mir jetzt eine ESP gegeben, die ich einfach nur kurz reinziehen kann und dann läuft die Sache, aber das ist gar keine ESP. Moment kurz, vielleicht kann ich hier noch reinschreiben, irgendwie entpacken oder einfach in den Data-Ordner und das war's. Dachte, das wird eine ESP. So. Ich hoffe, er liest gleich die Nachricht, weil ich will natürlich jetzt sofort weiterspielen, ne? Deswegen, so viel ist klar. Ich habe es mir jetzt, also ich kann es nicht entpacken. Im Enderal Launcher kann ich es auch nicht auswählen zum Aktivieren. Ich habe es mir jetzt einmal in meinen
Standard-Ding. Ich könnte auch es nochmal kopieren in den Enderal-Launcher und in den Enderal-Launcher-Update-Ordner. Da könnte ich es auch reinmachen. Der Update-Ordner, das wird Sinn machen. Und dann... Okay, aber ich kann trotzdem nicht auf Update oder sowas klicken. Ich hoffe, er nimmt es jetzt alleine automatisch ran. Kann man einen Screenshot vom Startbildschirm machen? Ich denke, ja. Okay. Ich hab es überall reingezogen. Ich habe es überall reingezogen, die Datei. In den Standardordner, in den Data-Ordner und in den Update-Ordner. Und ich hoffe, das greift jetzt irgendwo automatisch. Ich konnte das nirgendwo anhaken oder so. War das nicht irgendwie mit F12 oder F11 kannst du Screenshots machen oder so? Oder F10? La, 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 la. Ich guck mal gerade. Nee, ich glaube nicht. Okay. Gut. Oder vielleicht habe ich es gerade nur nicht gesehen. Enderal Download ist abgeschlossen. Nice! Sehr, sehr nice. Ich fange gleich an, neu an. Welche Rasse sollte ich nehmen, wenn ich mehr auf Magie gehen will? Also Flammenfunken und so. Ehrlich gesagt, ich glaube, es ist fast egal. Die Print-Taste. Ja, wird dann automatisch ein Screenshot gespeichert? Ich muss mal gucken. F12 kann es auch sein, ja. Moment, probieren wir mal aus. Printscreen? Ah, Screenshot created. Okay. Geh runter, es ist nicht mehr symmetrisch, wenn du da stehst. Und das Wichtigste natürlich für Screenshots, machen wir. Die Menüs ausblenden lassen. Okay. So. Das Wort der Toten. Ich hab's mal gefixt. Nein, das sind doch fehlende Leerzeichen. Goddammit. Beim nächsten Mal ist es aber richtig. Okay. Testen wir das mal. Ich würde noch kurz fragen wollen, wisst ihr, wo die Screenshots gespeichert werden? Ich würde nämlich eigentlich gucken, ob es geklappt hat mit den Screenshots, aber ich bin mir nicht sicher. Ich würde gerne gucken, ob es alles geklappt hat, aber müssen wir mal schauen. Gut, Hauptquest. Weiter kann es gehen. Weg der Toten. Es ging um Splitter von einem Kristall und diese Splitter, die sollen die Leute beschützen von dem Zyklus, von dem roten Wahnsinn, der kommen soll. Was? Deswegen... Na, wenn das mal nicht unser Wunder ist... Wollen wir mal gucken, ob das erstens wirklich was bringen wird und zweitens, ja? Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass die Splitter irgendwie auf irgendeine Art und Weise verflucht sein werden oder so. Und was ist daran nun so spektakulär? Für mich sieht unser Freund hier aus wie jede x-beliebige Gruftleiche auch. Ist er aber nicht. Hallo. Seht ihr die Markierung auf seiner Stirn? Das ist das Symbol der Ishyan, einer der beiden Priesterkasten, die über das Pyräische Reich herrschten wie die Lichtgeborenen über Vin. Er war kein Hohepriester, aber auch kein Akolyt mehr. Wir müssen hoffen, dass er an der Fertigung dieses Siegelsteins beteiligt war. Hoffen kann nicht schaden. Aber seht, wir haben Besuch. Dalvarek, Erzmagister, wie ist die Lage? Hallo. Schreitet wohl, Großmeister. Die Lage ist gut, alles ist bereit. Ist er das? Ja, das ist der Prophet. Oh. Interessant, wirklich interessant. Ich hatte euch mir anders vorgestellt. Ich bin Lexil Merail, Erzmagister des Ordens. Hocherfreut, eure Bekanntschaft zu machen. Wo fangen wir an? Hat euch der Großmeister bereits mit eurem Missionsziel vertraut gemacht?
Schön, wie viele gerade Enderal spielen und so schwach sind. Hab jemanden gesagt, er soll in den starken Dungeon gehen, wo du letztens im Let's Play drin warst. Nice. Sag Bescheid, wie die Person da durchgekommen ist. Vor allem, wenn sie auch nicht so viel Zeug hatte wie ich. Wir sollen an die Erinnerung des toten Pyreas dort gelangen, weil er das Ritual für den Siegelstein kennt. Richtig. Und nun fragt ihr euch bestimmt, wie man in den Kopf eines Verstorbenen gelangt. Hier kommt das Wort der Toten ins Spiel. Ein altes Artefakt, das wir finden müssen. Das Wort der Toten? Ich dachte, das wäre nur eine Legende. Tja. Nein, es existiert wirklich. Und wir wissen auch wo. Damit ihr versteht, das Wort der Toten ist ein Artefakt, das es ermöglicht, in den Geist eines Verstorbenen einzutauchen, dessen letzte Erinnerungen zu durchleben, als wären es die eigenen. Und genau das wollt ihr bei unserem eingefrorenen Kameraden hier ausprobieren. Das ist also der große Plan, richtig? Richtig. Ihr müsst das Wort der Toten finden, den Körper des Pyreas per Teleportzauber zu euch holen und anschließend in seine Gedanken eintauchen. Und dort sucht ihr nach den Worten für das Ritual. Klingt einfach, klingt gewagt. Nehmen wir mal an, ich gelange in diese Erinnerung. Wo soll ich nach den Worten suchen? Wieso braucht das Ritual eigentlich Worte? Die Magie, die ich kenne, ist eher klanglos. Wie soll ich mich in den Erinnerungen zurechtfinden? Ich spreche kein Pyreisch. Ja, ne? Worte? Klanglos? Gute Frage. Das stimmt, aber bei dem Ritual handelt es sich um eine spezielle Form der Magie. Sie ist der Entropie ziemlich ähnlich, mit dem Unterschied, dass diese sogenannten Fokusworte beim Wahrwerden der Eventualität helfen sollen. Nehmen wir mal an, ich gelange in diese Erinnerung. Wo soll ich nach den Worten suchen? Uns fehlen nur die letzten Worte des Rituals, den Rest haben wir. Wonach ihr suchen müsst, ist eine ornamentierte Schriftrolle, wie auf der Zeichnung, die ich euch gleich geben werde. Okay. Und dann müsst ihr euch die Glyphen darauf einprägen und in der echten Welt niederschreiben. Hoffentlich kann ich mir das merken. Die Glyphen dann. Das klingt gewagt. Ach, wem sagt ihr das? Ich komme mir selbst vor wie ein Myrade im Krötenteich. Aber die Alternative wäre, jede Ruine auf Vin nach den Schriftrollen der Priester zu durchforsten. Geh mal ins High-Level-Gebiet, das ist eine Herausforderung. Spirit! Ich war gestern im High-Level-Gebiet und es hat mir den Arsch aufgerissen. Wie soll ich mich in den Erinnerungen zurechtfinden? Ich spreche kein Pyreisch, eben. Stimmt, aber der Priester, in dessen Verstand ihr reisen werdet, tat es. Ich hoffe, das genügt. Und selbst wenn nicht, habt ihr immer noch das Echo. Bisher hattet ihr ja keine Probleme, die Visionen zu verstehen. Vielleicht ist das hier nicht anders. Hoffen wir das. Die Screenshots werden im Skyrim-Ordner abgelegt. Echt? Ich habe vorhin geguckt. Gibt es nicht einen Screenshot-Ordner oder so? Oder werden die einfach direkt in den Grundordner von Skyrim abgelegt? Ich guck gleich nochmal. Ganz kurz. Wo befindet sich das Relikt jetzt? Nun, das... Das Weg der Toten-Relikt? Liegt im Westen Enderals ein altes Haus, das einem Artefaktsammler gehört. Wir haben einen Hinweis erhalten, dass sich das Wort der Toten in seinem Besitz befindet. Okay. Moment, ihr meint diesen Kauz mit den Holzpuppen aus dem Badenlied? Ja, er existiert wirklich. Ein Typ mit Holzpuppen. Das wäre für Sabrina das perfekte Haus. Sie mag Puppen. Das heißt, wir müssen zu den Anwesen von diesem Mann reisen, über den sogar ein Badenlied geschrieben wurde. Das heißt, der muss ein bisschen verrückt sein. Und ihm das Wort der Toten entwenden. Oder hat irgendeinen anderen Mist gebaut? Nicht entwenden. Es genügt, wenn ihr es auf den Pyrea anwendet, die Erinnerung findet und wieder zurückkehrt. Unser Plan sieht vor, dass ihr gemeinsam mit Dalvarek zu dem Anwesen reist, und zwar nachts. Ihr läutet die Türglocke, gebt euch als Artefakthändler aus und bietet dem alten Mann das hier an. Wenn alles gut geht, bietet er euch ein Quartier für die Nacht an. Dann wartet ihr den richtigen Moment ab, sucht das Wort der Toten und holt den Pyrea zu euch. Interessant. Arantia als Kette hinzugefügt. Und noch irgendwas mit Pyrea. Kann der Orden dieses Relikt nicht einfach vom alten Mann erzwingen? Eine gute Frage, aber nein. Der alte Mann ist besonders. Selbst die Lichtgeborenen befahlen stets, ihn unbehelligt leben zu lassen. Weiß der schwarze Wächter warum. Wenn wir ihn schon betrügen müssen, dann wenigstens unauffällig. Deshalb seid ihr auch für die Mission so gut geeignet. Weder euer Gesicht noch das des Söldners wird man mit dem Orden in Verbindung bringen. Ja, aber mein Gesicht ist wunderschön. Was tun wir, wenn etwas schief geht? Dann lauf. Dann flieht ihr.
Ihr dürft unter keinen Umständen Gewalt anwenden, egal was passiert. Okay. Und wie genau wende ich das Wort der Toten dann an? Auch Essen, so wie die Lehrlingsbücher? Das Wort der Toten, das seltene Artefakt. Oh. Mit den anderen Büchern hat es auch nichts funktioniert. Tja, das ist ein guter Punkt. Wir wissen es nicht, weil wir nicht einmal wissen, wie es eigentlich aussieht. Aber wie heißt es so schön? Panieren geht über Probieren. Panieren? Irgendwie kriegen wir das schon hin. Was? Und selbst wenn nicht, es klingt allemal nach Abenteuer. Es ist eine große Verantwortung, macht euch das bewusst. Aber ich habe Vertrauen in euch beide. Jetzt brecht so bald wie möglich auf, die Mission wird Früchte tragen, das spüre ich. Oh ja, yeah. Ich liebe es, wenn es Früchte trägt. Und weg sind sie. Die Screens sind sau verwinkelt eingeordnet. Einfach auf Steam gehen, dann Skyrim auswählen und dann Screenshots auf Festplatte anzeigen. Ist eine Abkürzung. What? Okay. Wolltest du nicht auf einem Schiff nach Kile sein? Das frage ich ihn jetzt schon zum dritten Mal oder so. Obwohl, nee, das andere war von der Romance-Quest mit ihm, was nicht so gut funktioniert hat. Eigentlich schon, ja. Aber als dann das Angebot vom Großmeister höchstpersönlich kam, konnte ich einfach nicht Nein sagen. Das klingt nämlich alles verflucht interessant. Den Verstand eines Toten bereisen. Puh, das würde ich sogar umsonst machen. Außerdem bist du eine willkommene Abwechslung zu den durchschnittlichen Langweilern hier. No. War ein interessantes Gespräch letztens. Oh, jetzt kann ich vielleicht gar nicht mehr die Nebenquest mit ihm machen. Das hätte ich vielleicht zuerst machen sollen. Auf die habe ich ja jetzt verzichtet, weil die bei mir verbuggt war. Oh nein, und ich wollte ja eigentlich Jesper romancen. Brechen wir auf? Yep. Triff mich einfach beim Myraden an der Steilklippe. Ich gehe noch meine 7 Sachen packen. Okay. Ist die andere Quest jetzt noch möglich mit ihm? Die Quest ist noch nicht weg. Okay, weil... Ja. Ich will gucken, wie er aussieht. Wie sieht der Pyrea aus? Sieht eher wie so eine betende Leiche. So, ich habe noch irgendeine Kette jetzt bekommen. Irgendwie Jespers Kette oder so. Ne, Thealor Arantials Kette. Ausdauer regeneriert sich schneller. Das kann man entzaubern, gut. Einfach entzaubern, wir irgendwie verursachen mehr Schaden. Probieren wir gleich mal die Quest aus, die da... Ne? Die private Quest. Könnte sein, dass es eines der letzten Möglichkeiten sein wird, jetzt privat mit ihm ein bisschen abzuhängen. Ihm ein bisschen die Eier zu kraut... Das wäre schon auf jeden Fall cool, ihn näher kennenzulernen. Warte, ja, da, warte, Ark. Genau, Steilklippe, gehört. Ich meine, er wird jetzt zur Steilklippe unterwegs sein, aber vielleicht treffen wir ihn trotzdem nochmal am Wachturm heute Abend. Könnte noch möglich sein. Willkommen zurück. Er wollte, ja. Ich will mit meinem Dieb Jesper romancen und mit Sanaa will ich Kalia romancen. Ja? Du. Schreitet wohl. Schreitet wohl. Prophet. Oh, ich werde sowas von wohl schreiten, mein Freund. Muss mir das Lied schnell anhören, damit mein Kopf Ruhe gibt. Echt? Welches Lied? Wenn ich die Wahl zwischen Jesper und Kalia habe, nehme ich Jesper. Die Dame ist mir zu feurig. Zu feurig. Heiß wie ein Vulkan. Gibt es hier schöne Szenen, aber sicher. Hier, ich komme aus dem Haus raus. Bam. What the fuck? Es gibt, wirklich, es gibt richtig viele schöne Szenen. Und auch richtig viele schöne Gebäude und... Gebäudekombinationen. Ark an sich ist auch sehr schön gestaltet, die große Hauptstadt. Die ist richtig nice. Hallo Deathclaw. Wie viel Uhr haben wir gerade? 10 Uhr morgens, okay. Dann lass uns wieder rasten gehen und wir testen die Quest nochmal aus. Für mich ist nichts zu feurig. Sagt der Sohn von Igneel, genau. FSK 18 Szenen, ja.
Und das eine vorhin war ja fast FSK 18, was der Kalia abgezogen hat. Ich würde Kalia nehmen, die ist irgendwie interessanter. Beide sind sehr interessant. Beide auf ihre eigene Art und Weise. Ich meine, gut, Kalia hat irgendein Beast in sich stecken. The number of the beast! Na, aber ja, irgend so ein Beast in sich stecken und das ist. Ich weiß nicht, ob das interessanter ist oder lebensmüde, wenn man darauf eingeht. Messer? Hallo, ich bin Messer, ja. Hm? Holt sich einen Eimer Wasser. Nice. Hier, genau, Ausgang. Gegen das Brennen können wir was tun. Was das andere angeht, natürlich. Los von Rammstein. Gegen wortlose und klanglose Magie. Ach so. Ich glaube, den Song kenne ich nicht. Sanaa, wie schreibt man sie nochmal, ist mir sympathischer. Echt? Warum? Allein, weil sie sich schon für Kalia interessiert, oder was? Das Gesicht kenne ich doch. Danke nochmal für die Hilfe. Oh, sie bedankt sich für meine Hilfe noch von der letzten Quest. Nice. Das Gesicht kenne ich doch. Hey. Ich möchte mich auf dein Gesicht setzen. Bitte was? Okay. Also ich habe gerne geholfen, aber das geht ein bisschen zu weit. So, dann rasten wir hier eine Runde. Und zwar 18 Uhr war ganz gut das letzte Mal. So gerade beim Sonnenuntergang. Nene Stone, wenn ich mit Kalia fertig bin, hat sie ein Biest in sich stecken. Oh, Baby, yeah. Sie wird Bekanntschaft schließen mit meinem Zweihänder. Yeah. Ich werde mal bei meinem Bogen die Sehne schnalzen lassen. Okay, genug davon. Erkunden Dungeon. Ich mache heute eine. Heute ist Hauptstory-Tag. Hauptstory-Tag. Messer? Ich freue mich für Skyrim auf die Xbox, dann ist Enderal auch da. Ja, ich hoffe es. Wir werden sehen. Ich mag Jesper nicht so. Ich teile die Ideologie, also die Idee von Jesper teile ich nicht so ganz. Also ich bin auch eher auf Kalias Seite. Ihr solltet gegen frühen Abend wiederkommen. Ist jetzt nicht früher Abend? Oder, ach so, ich war... Ah ne, es ist Eigentum. Oder ist es schon zu spät? Das letzte Mal war ich ziemlich genau Punkt 6 da, kurz vor 6. Okay, ich glaube, ich bin ein bisschen zu spät gekommen. Moment. Habe ich hier... Genau, ich habe hier kurz davor gespeichert. Extra... Schade, dass man sich nicht da schlafen legen kann, wenn es schon gerade da ist. So, Moment. Dann lass uns 7 Stunden schlafen. Früher Abend ist für mich noch 20 Uhr. Das ist noch früh. Wenn ich erst mitten in der Nacht am Essen bin, hallo. So. Darf man einen Link zu Enderal posten? Da wird erklärt, wie man Enderal installiert. Wäre für alle Probleme, die damit haben. Ja klar, also auf dl.enderal.com. Einfach auf enderal.com gehen, dann wird man automatisch dahin umgeleitet. Dann, da ist eine Anleitung. Da steht eigentlich alles, was man wissen muss. Aber wenn du noch eine andere gute Anleitung hast, na klar. Gibt es Werwölfe und Vampire in Enderal? Das weiß ich noch nicht. Ich bin bisher noch keinen begegnet, also kann ich nicht sagen, ob es sie gibt oder nicht. Wird auch erklärt, wie man Unity Media Phase? Okay, ich bin eine Stunde früher da. Mal gucken jetzt. Wie man auch erklärt, wie man Unity Media fesselt und knebelt, wenn es Enderal nicht laden will. Ihr solltet gegen frühen Abend wiederkommen. Ist es doch. Oder liegt es an der Weg der Toten-Quest, die ich jetzt gemacht habe? Oder war ich zu früh da? Hm.
Ich meine, das letzte Mal habe ich die Meldung nicht gesehen mit ihr solltet gegen frühen Abend wiederkommen. Warte mal. Gab's hier auch zufällig eine Matratze oder so? Okay, nee, das ist ein richtiges anderes Haus. Aber 5.40 Uhr, das ist zu früh, oder? Ich glaube, 5.40 Uhr ist zu früh. Ich glaube, ich teste dieses... Ah, das letzte Mal war das genau richtig. Soll ich vielleicht noch... Okay, letzter Test. Ich gehe mal um vor 5 hin, also noch eine Stunde früher. 4.38 Uhr. Das ist im Prinzip mittags, aber wenn es das jetzt nicht ist, dann probiere ich nochmal später. Und wenn es auch nicht später ist, dann ist es wahrscheinlich zu spät, weil wir schon in der Hauptstory weiter sind. Ich meine, wäre jetzt auch logisch, dass er eigentlich schon woanders hingeflogen ist. Aber ja. Ich will aber eigentlich die Quest jetzt machen, bevor es gar nicht mehr geht. In wie vielen Stunden kommt denn eigentlich Enderal? Es ist schon draußen. Okay, also das ist jetzt eigentlich gar... Das ist eigentlich jetzt gar nicht mehr Abend, so genau. Ihr solltet gegen frühen Abend wiederkommen, okay. Der Hinweis kommt da zwar noch, aber ich glaube... Ja, okay. Letzter Test. Testen wir das noch einmal. Diesmal statt um... Jetzt habe ich's. Wie habe ich es jetzt getestet? 15.38 Uhr, 16.38 Uhr und 17.38 Uhr. Ne? Dann lasst uns jetzt mal 19.38 Uhr testen. Und wenn es das nicht ist, dann gebe ich erstmal auf. Dann machen wir erst die Hauptstory-Mission. Vielleicht will er danach ja immer noch mit uns sich privat treffen. Weil es gibt eigentlich... Oh, es ist schon ziemlich spät, ja. Es gibt eigentlich keinen Grund... Zumindest momentan gibt es noch keinen Grund, warum die Quest nicht gehen sollte. Also die Näher-Kennenlernen-Quest, das Feiern da, gibt es eigentlich nicht. Außer irgendwie... Ihm wird ein Arm abgehackt und dann kann er nicht mehr so gut die Pfeife rauchen oder was weiß ich. Ich will eine Rasse nehmen, die mir etwas mit Magie bringt. Wie gesagt, mit Magie gibt nichts. Also... Ich will auch nichts Falsches sagen. Ich glaube, man müsste irgendwo mal nachlesen oder fragen... Und genau gucken, wo welche Werte dazugerechnet werden. Aber ich meine... Ihr solltet gegen frühen Abend wiederkommen. Okay, es geht nicht. Es geht nicht. Alles klar. Ja. Die Quest ist wahrscheinlich jetzt wegen der anderen Quest, weil er nicht da ist. Ich dachte, vielleicht wird er dann doppelt irgendwo da sein. Das kann ja auch natürlich immer sein. Gut. Jesper hat doch gesagt, der wartet beim Flugvieh auf dich. Ich glaube, der hat keinen extra Schlenderzyklus. Ja, aber... Ich habe halt gedacht, ich kann das System ein bisschen austricksen. Es ist ja meistens so, dass dann eine Person quasi an zwei Orten gleichzeitig ist, im Prinzip. Ne? Und ich dachte, er wäre an beiden Orten gleichzeitig, im Prinzip, weil die Quest noch nicht abgebrochen wurde, dass ich ihn an beiden Orten gleich erreichen kann. Deswegen, ich wollte das so, die Eigenheiten der Spieleentwicklung ein bisschen für mich ausnutzen. Ne? Okay, aber dann machen wir jetzt... Sie haben wohl dran gedacht, dass er nicht dort plötzlich spawnt. Okay, und wir wollen an der Steilklippe, ja. Hallo, und er mit euch. Wohin soll's gehen? Wohin soll's gehen? Steilklippe. Blick und Sieg. Hallo Kira, willkommen zurück. Abwasch machst du morgen? Alles klar. Wieso kann ich es auf der offiziellen Seite nicht runterladen? Da steht überall unavailable. Oh, echt, Tarik? Was auch sein könnte, ist, dass die offizielle Seite momentan überbelastet ist. Und, oh.
und es dadurch nicht so gut funktioniert. Schreitet wohl. Wohin soll's gehen? Ey, komische Stimme, der Typ da. So, Jesper? Da bist du ja. Und, wollen wir? So viel zu tun. So viel zu tun. Was ist eigentlich die Geschichte hinter deiner Narbe im Gesicht? Die Narbe? Sagen wir es so. Wenn dich irgendwann mal 2-4 armweit große arasiatische Frauen in einer Talgula-Taverne auf ihr Zimmer einladen, solltest du die beiden entweder verdammt gut kennen oder Fersengeld geben. Targul? Sagt dir nichts? Die Hauptstadt, zumindest laut den zivilisierten Arasealern. Lass mich raten, du hast weder noch getan. Asche auf mein Haupt. Mich hatte so ein reicher Schnösel angeheuert, um ihm ein Totem aus einer Siedlung der Freien zu beschaffen. Also der Arasealer, die sich nicht den Lichtgeborenen gebeugt haben, ihre Naturgötter verehren und als Nomaden durch die Steppe ziehen. Keine Ahnung, wie viel du über Arasial weißt, aber die Freien stehen seit Jahrhunderten im Konflikt mit den Zivilisierten, die die sieben Göttlichen verehren. Attentate auf beiden Seiten, Blutfäden. Das Übliche eben, wenn zwei Parteien beide meinen, es besser zu wissen. Der Auftrag entsprang natürlich dieser Fehde. Das Totem gehörte einem Nomadenstamm und der Schnösel wollte es haben. Also habe ich es ihm beschafft. Und du hattest überhaupt keine Gewissensbisse? Oh doch, natürlich. Ich habe mich nächtelang danach noch in den Schlaf geweint. Im Ernst, warum sollte ich? Sowohl die Freien als auch die Zivilisierten sind so erpicht darauf, sich gegenseitig die Köpfe einzuschlagen. Da macht ein geschändetes Totem hin oder her keinen Unterschied. Kira, ich bin gerade eben, ich habe auch gesehen, dass ich durch die Flügel, auf den Flügeln vom Myraden gelaufen bin. Nicht auf die Flügel treten, der muss noch fliegen können. Genau das, was ich mir vorhin gedacht habe. So. Oh, was tue ich hier bloß? Heide nei. Kennt jemand den Bug bei Dragonborn, dass man nicht mal nach Skyrim kommt, weil man ewig im Ladebalken steht? Weiß jemand einen Fix? Ich kenne keinen Fix, aber ich würde dir empfehlen, nach einem Cellname zu gucken und dann halt in der Cheat-Konsole COC, Leerzeichen und dann den Namen von dem Ort, wo du dich hinteleportieren willst. Also du musst gucken, was da die richtige ID ist und dich dann per Konsole wieder zurück ans Festland zu teleportieren. Muss man mal schauen. So, und die beiden Arazialerinnen waren Freie? Korrekt. Und ich war angetrunken und etwas einsam, wenn du verstehst, was ich meine. Ah, ja. Hast du schon mal eine reinblütige Arasealerin in ihren 20ern gesehen? Da ist es wirklich schwer, Nein zu sagen. Damn! Wie du jedenfalls schon erkannt hast, das Ganze lief anders als erwartet. Oben im Zimmer angekommen, hat mein Gesicht Bekanntschaft mit einem Tischbein und 4 absolut nicht zarten arasealischen Damen Fäusten und Füßen gemacht. Und das Totem war mitsamt all meinen Groschen und Klamotten weg. Geschah mir vermutlich irgendwie recht. Das passiert, wenn man in den falschen Situationen mit der Hüftgegend und nicht mit dem Kopf denkt. Oh yeah! Stoßkraft over 9000. Sie haben dir einfach deine ganze Kleidung genommen? Ja. Als einzige Antwort, ja. Okay. Nimmst du es mir übel, wenn ich das irgendwie lustig finde? Mir wäre das nicht passiert. Sollen wir den auslachen? Wir wollen den ja jetzt hier, ne? Weißt du Bescheid? Er klingt eigentlich so, als ob er das auch selbst lustig finden würde im Nachhinein. Ich mach mal, nimmst du es mir übel, wenn ich es irgendwie lustig finde. Oh, finde das sympathisch. Welt ist das. Ich kenne dich, Jesper. Ich offenbare dir meine tiefsten seelischen Narben und du hast nichts als Hohn für mich übrig. Verdammt seist du, oh schelmische Kreatur. Aber, naja, wie sagt man so schön, ein hübsches Gesicht kann nichts entstellen. Das stimmt tatsächlich. Hübsch vielleicht nicht, aber verrucht und mysteriös, das hat doch auch was. Na, schön, dass dich die ganze Sache nicht deine Bescheidenheit gekostet hat. Das ist eigentlich das hier eher. Fakten bleiben Fakten. Vielleicht hat das erste besser zu ihm gepasst. Du warst doch auf Reisen, bevor der Orden dich angeheuert hat, oder? Stimmt. Warum fragst du?
Dank dem HTML5-Player habe ich mal länger gebuffert, hänge jetzt eine Minute hinterher, aber dafür lädt er nicht dauernd nach. Oh, kann man sich so ein bisschen Puffer bewusst reinsetzen? Interessant. Also was hat dich bewogen, wieder zurück nach Enderal zu kommen? Puh, gute Frage. Vermutlich war es am Ende einfach nur ein Bauchgefühl. Plus, die Bürgerkriege in den anderen Ländern haben auch nicht gerade zum Bleiben eingeladen, sagen wir es so. Ist es nicht schwer, als reisender Söldner über die Runden zu kommen? Naja, das kommt darauf an, wie du schwer definierst. Selbst wenn man in einer Stadt oder einem neuen Land keine Kontaktpersonen hat, über kurz oder lang findet man eine Anlaufstelle. Und natürlich, ich kann keine Götterzunge zum Morgenbrot essen, aber für ein Dach überm Kopf und ein paar weltliche Freuden reicht es allemal. Und darauf kommt's doch an. Wo warst du denn überall? Die meiste Zeit habe ich in Kyra verbracht. Dann war ich noch einmal eine längere Zeit auf den Inseln von Kile. Ah, und einmal hat mich eine Mission nach Melee und nach Myr Aranat geführt. Kyra? Was bin ich, ein reisender Foliant? Ich fürchte, ich bin kein guter Geschichtenerzähler. Aber Kyra ist großartig. Die Leute dort sind so viel freier als hier, vor allem in ihrem Denken. Es gibt die riesigen Basare, die Paläste der Händlerfürsten und die Festung der Magierzirkel. Aber das muss man selbst gesehen haben. Und Kili? Puh, anders. So schön die Inseln sind, es gibt ja immer dieses Gefühl von Hektik und eines Machtkampfes. Hast du schon mal was von den Spielgroschen gehört? Casino? Auf Kile ist es zum Beispiel kein Verbrechen, wenn ein Händler einen Käufer zu betrügen versucht. Der Käufer ist selbst schuld, wenn er den Betrug nicht erkennt. Lol. Aber wenn er es tut, dann schuldet ihm der Händler eine Art symbolischen Groschen. Ja, das ist... skurril, oder? Aber dort ist es gang und gäbe. Wir hatten schon mit dem einen Typen zu tun gehabt, der uns so... der uns übers Ohr hauen wollte. Mit dem haben wir schon Erfahrung gemacht. Black Sheep! Danke für den Follow. Das schwarze Schaf ist wieder zurück. Dankeschön. Bediene dich einer Käseplatte. Myr Aranat, ist das nicht verlassen? Eine andere Mod von Shurei Ai zu Morrowind. Yep, ist es. Ich war mit einem Söldnertrupp dort. Wir sollten etwas aus einem Turm der alten Hauptstadt bergen. Kein schöner Fleck, wirklich. Überall ist da dieser Nebel. Und bei jedem Schritt musst du aufpassen, nicht in irgendeinem Sumpf zu versinken. Aber hat natürlich auch seinen Reiz. Dirty Lion. Willkommen, Dirty Lion. Okay, wir gehen jetzt, Jesper. Wunderbar. Hier, ich zeichne dir den Ort, wo das Anwesen sein soll, auf der Karte ein. Geh du vor. Alles klar. Das Anwesen des alten Mannes. Okay, der ist ganz schön, der ist Zipfel. Der Mann ist Zipfel. Ah, da bist du ja wieder. Warte, ich muss dich irgendwie hier jetzt mitnehmen. Warte, habe ich genug zum... ich kann nicht mehr ganz so viel tragen. Oh, ich habe noch den Glockenhammer. Warte, den Glockenhammer lege ich mal ab als Erinnerungsstück. Die anderen Sachen nehme ich nochmal zum Verkauf. Ich hätte verkaufen sollen, bevor ich auf den... ne, in den nächsten Bereich gehe. So, Glockenhammer ist das Schwerste. So. Krisch, 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 krisch. Sorry, Myrade. Hallo, Johnny. Bretone, Dunkelelf oder Hochelf? Achso, vom normalen Skyrim. Oh. Sollen wir mal ein bisschen hier Schlammelementar-Action? Oh Gott. Dann halt nicht. Dann nehme ich einen Wolf. Gefistet! Die Kombos! Im Hintergrund hört man auch Jesper. XT1M-Box. Herzlich willkommen, Box. Die Box ist da. Die Boombox. Als Hochelf werden manche Nords nicht mit dir reden, weil die Talmor... Achso, Skyrim. Skyrim, what the fuck?
Kann mir jemand helfen? Ich habe gerade Enderal angezockt, habe eine GTX 960 im Rechner und eine AMD FX 4300 CPU, spiele nur auf hohen Einstellungen, aber es ruckelt wie Sau. Hast du im Launcher eingestellt, dass er mehr Kerne und mehr RAM nutzen soll? Das solltest du noch machen, dass du am besten 4 Kerne oder mehr benutzt und RAM-Benutzung auf Maximum drücken. Das hat schon einigen Leuten geholfen. Ich höre wilde Tiere. Ohne die DLCs sind gut, außer Hearthfire. Achso, warum ohne die DLCs? Ja. Also Hearthfire fand ich auch gar nicht mal so schlecht als DLC. So mit dem eigenen Haus, bisschen einrichten, Kinder adoptieren. War eine ganz nette Immersionsmod so. Warum singt Jesper eigentlich nicht mehr? Der hat doch sonst immer nicht an sich halten können. Schade eigentlich. Weil er vielleicht gemerkt hat, dass er allen auf den Sack geht damit. Nee, aber vielleicht ist er jetzt in seine gesanglose Phase übergegangen. Was haben wir denn da? Mhm. Räumen wir kurz ein bisschen. Uff! Habe ich schon alles gemacht? Es ruckelt immer noch. Oh, Dice. Dann. Also, das ist so das, was mir spontan einfällt, was man machen kann. Aber wenn du das schon gemacht hast, dann. Weil vorhin hatten wir schon ein paar Leute hier, die das noch nicht gemacht hatten im Launcher. Und dann ist es bei denen flüssig gelaufen. Aber ich weiß jetzt leider auch nicht, wie gut der Prozessor ist, den du hast. Also, ich habe eine Frage, die gar nicht passt. In Warcraft 3, The Frozen Throne, kann man eine eigene Kampagne erstellen. Stelle vor, du hättest das Spiel und ich hätte eine Kampagne, würdest du die spielen? Wenn sie nur so eine Stunde lang ist oder so, kann man schon mal machen, ja. Aber ich würde jetzt nicht irgendwie einen ganzen Stream oder so dafür reinhauen. Dafür gibt es Patreon. Denn auf Patreon, auf dem höchsten Supportgrad, könnt ihr eine Woche lang bestimmen, was ich zocken werde. Katsching! Möge die Kasse klingeln. Jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Warte, nee, ich will nicht hier lang. Ich will in den Süden. Ja, die Frage passt wirklich nicht, aber ich beantworte trotzdem. Ich meine, wir haben öfter nicht passende Fragen. Ne? Ist da irgendwo ein Drache? Weiß ich nicht. Guckt euch mal guckt mal auf den Kompass. Ich wurde schon gefragt, ob es Drachen gibt. Wenn ihr jetzt da oben auf den Kompass guckt, sieht man so einen Drachenschädel. Ich bin gespannt, ob wir irgendwann mal einen Drachen oder vielleicht was Ähnlichem begegnen werden. Keine Ahnung. Mal sehen. Erkundungsfreudig, was? Nimm dir deine Zeit. Ich warte hier so lange. Oh, müssen wir nicht hier lang? Der Regen ist gerade ein bisschen. Oh, ich biege gerade falsch ab. Okay. Gut, dann lass uns weiter. Nö, lass uns erstmal den richtigen Weg laufen. Ich habe Lust, heute so einen reinen Storytag zu machen. Da habe ich Bock drauf. Der Regen hört sich gerade richtig dicht und kräftig an. Ich persönlich liebe ja das Geräusch von Regen. So schön entspannend. Erkundungsfreudig, was? Nimm dir deine Zeit, warten wir so. What? Ja, fuck! Gleichzeitiger Tod! Ich freue mich schon darauf, mit Jesper einen kleinen Tod zu haben. Wenn du verstehst. Das ist ein bisschen creepy gerade. Das sind dann wohl diese Holzfiguren, von denen man sich erzählt. Cool. Dass Menschen nicht alles als Kunst bezeichnen. Ach, die Holzfiguren, stimmt, ja. Der wahnsinnige Marionettenschnitzer. Der Holzschnitzer. Ab in den Süden. Das ist gerade nicht der Süden, das ist einfach nur Hilfe. So, wie war das? Mussten wir uns verkleiden? Hat er nicht gesagt, wir sollten uns verkleiden, bevor wir bei ihm anklopfen? Hat er uns was gegeben zum Verkleiden? Nee, ne? Wir haben die Kette bekommen und wir hatten noch irgendwas bekommen. Irgendwas mit,
Pyresch. Nicht? Ich hätte schwören können, wir haben was bekommen. Okay, macht nichts. Da drinnen wohnt er also. Ja. Man kann es sich auch absichtlich ungemütlich machen. Lauter! Ich schätze, jetzt heißt es erstmal auf Einbruch der Dunkelheit warten. Wir wollen ja nicht, dass der Kerl uns das Artefakt abnimmt und dann auch gleich wieder wegschickt. So. Ich denke, das genügt. Dann sehen wir mal, wie wir reinkommen. Diese Faltenköpfe sehen interessant aus. Warum haben wir jetzt gerastet? Er hat gemeint, wir wollten warten, bis abends ist, oder? 11 Uhr nachmittags, ja. Eine Nacht- und Nebel-Einbruchsaktion. Spukhaus incoming. Ich hoffe nur, das wird jetzt ohne Probleme gleich laufen. Moment, ich habe gerade eben eine Nachricht bekommen. Lass mich kurz gucken, ich will schauen, ob mir da vielleicht Nico geantwortet hat, wie man das richtig installiert. Nee, okay. Okay. Ich will gerade so ein bisschen gucken, weil ich habe zwar die Patch-Datei überall mir reingezogen, aber ich weiß nicht, ob sie im richtigen Ordner jetzt liegt. Ich habe sie einfach dreimal jetzt drin. 11 Uhr nachmittags, ja. Also ich gehe immer um 4 Uhr erst schlafen, 4 Uhr morgens. Deswegen ist 11 Uhr für mich nachmittags, ja. 11 Uhr abends ist nachmittags, 23 Uhr. Mhm. Du willst mir nichts Neues sagen? Okay. Dat Haus klingelt, do. Oh, da kommt einer. Boah, guck dir an, wie das aussieht. Richtig creepy Haus. Vor allem noch in dem Regen. Hi. Ja, was wollt ihr? Ein Diener. Schreitet wohl. Seid ihr? Ich bin Meister Gaius Diener. Also nein, bin ich nicht. Falls ihr Almosen sucht, seid ihr hier falsch. Wir haben nichts zu geben. Wir sind keine Bettler, sondern Händler. Uns wurde gesagt, dass euer Meister eine Vorliebe für Relikte hat. Und wir haben etwas, das ihn interessieren könnte. Ist das so? Und was könnten zwei in Lumpen gekleidete fliegende Händler haben, das für meinen Meister von Interesse sein könnte? Die Kette zeigen, das hier. Das ist eine Silberbrosche der Seraphen. Woher habt ihr das? Tja. Von einem Ordenshüter. Nein, nein, nein. Das ist unwichtig. Fakt ist, dass ich sie zu verkaufen gedenke. So, so. Mhm. Vom Laster. Na gut. Das ändert die Lage. Ihr dürft eintreten. Und verzeiht meine Schroffheit. Ich habe euch falsch eingeschätzt. Oh Mann, ich bin so gespannt, da in das Anwesen reinzukommen. Die Beleuchtung, ey. Glücklicherweise musiziert Meister Gaius im Moment. Das dauert zumeist bis weit in die Dämmerung, aber ihr könnt so lange in einem Gästezimmer unterkommen. In der Frühe wird er euch dann empfangen. Das klingt gut. Heute hätten wir es ohnehin nicht mehr nach Art zurückgeschafft. Bringt mal einen Radenwärter dazu, bei dem Wetter zu fliegen. Also, kein schönes Haus habt ihr da. Ihr lebt alleine hier mit eurem Meister? Man erzählt sich eine ganze Menge über ihn. Bitte, sparen wir uns einfach die Flossen. Oh. Mit den Gargoyles da oben drauf. Anwesen des alten Mannes.